Hallo, liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion. Ja, wo wir einen kleinen Sondertalk aus der Gerüchteküche zaubern. Wir werden aber mit einem Faktum beginnen, denn Johann Zarco gibt sein Comeback, obwohl er ja eigentlich als KTM-Starter in diese Saison gegangen ist, fährt jetzt bei LCR Honda die letzten drei Saisonrennen. Das sorgt natürlich für Spekulationen für das Jahr 2020, aber vielleicht führst du zu Beginn einmal diese Konstellation aus. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass einer, der eigentlich bis Ende 2020 Vertrag bei einem anderen Hersteller hat, plötzlich jetzt schon für einen? Das ist alles ein bisschen kompliziert, versuch's mal zu erklären. Johann Zarco für 2019, 2020 eigentlich Vertrag bei KTM im Werksteam, war so der große Heilsbringer, hat man sich erhofft zumindest, lief überhaupt nicht das Ganze. Dann in Spielberg hat Johann Zarco mein Gespräch mit den KTM-Spitzen gebeten, hat dort um die Vertragsauflösung gebeten, die wurde ihm gewährt. Und man hat gesagt, okay, das muss gut sein mit Saisonende, aber es wurde vereinbart, dass die Saison fertig gefahren wird. Zusammen gab dann aber wieder ein paar Zerwürfnisse, ein paar Reibereien und dann nach Misano haben die KTM-Spitzen gesagt: Nein, es ist vorbei, du fährst in diesem Jahr kein Rennen mehr für uns. Das hat man ihm kurz vom Aragon Grand Prix mitgeteilt. Somit hat die letzten paar Rennen jetzt Johann Zarco nicht mehr für KTM und der MotoGP teilgenommen. Die Rolle hat Mika Kalli übernommen, der Testfahrer. Somit im Moment Johann Zarco de facto arbeitslos und bei LCR Honda musste sich Takaki Nakagami nach Motegi eine Operation unterziehen an der Schulter, die hatte sich in Assen verletzt. Da braucht man einen Ersatzfahrer und da hat man Johann Zarco gewählt. Soweit so normal. Das Spannende ist natürlich, Normal. normal. Das Spannende ist natürlich, warum hat Honda oder warum hat LCR Honda, wo Lucio Cecchinello, der Teamchef, ja in Absprache mit den Honda-Spitzen, Alberto Puig und Co., diese Entscheidung getroffen hat, warum hat man sich da gerade für Johann Zarco entschieden? Das ist die große Frage. Ja, jetzt gibt es ja natürlich viele Fans da draußen, die schon lange sich fragen, ob nicht doch Jorge Lorenzo den Stecker ziehen kann. Das ist in deren Überlegungen jetzt natürlich der perfekte Puzzlestein, dass Zarco quasi die Honda mal Probe fahren darf auf der Rennen und man sich dann entscheiden kann, war er so gut, dass er diesen Lorenzo jetzt ersetzen kann oder war er das nicht? Ich bin ja der Meinung, das alles kann man ins Reich der Verschwörungstheorien abtun. Auch wenn wir es einige Hardcore-Fans da draußen schon seit Monaten immer wieder schreiben, und ich habe schon mehrfach dagegen gewettet, dass Jorge Lorenzo freiwillig seine Karriere bei Honda vorzeitig beendet. Ich halte es für ausgeschlossen, dass Lorenzo, so schlecht er aktuell auch sein mag, drei Rennen schon wieder nicht in den Punkten davor verletzt. Und auch wenn es in den letzten drei Rennen 0 Punkte für ihn geben wird, wenn man diesen ehrgeizigen Charakter, und ich halte Jorge Lorenzo für den ehrgeizigsten, für die ehrgeizigste Persönlichkeit in diesem ohnehin schon von Ego-Persönlichkeiten nur so strotzenden MotoGP-Paddock. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Mein Ego ist gar nichts im Vergleich zum Ego vom Formel 1-Kollegen Christian Mehner, wenn er da mal reinschaut, nur mal so als Sidekick. Nee, aber Spaß beiseite. Also Lorenzo halte ich für die ehrgeizigste und von sich selbst überzeugteste Person in diesem Paddock und ich glaube nicht, dass es sich A, die Blöße gibt, da sozusagen, oh, ich gestehe mir jetzt die Schwäche ein, so wie Zarco bei KTM getan hat, aber Zarco ist eine andere Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass er noch immer davon überzeugt ist, dass er sich doch noch durchsetzen kann. Er hält sich ja noch immer für einen der Top, wahrscheinlich drei Fahrer, die es aktuell in diesem MotoGP-Paddock gibt. Du bist da ja schon etwas mehr überzeugt, dass das nicht nur eine Verschwörungstheorie ist. Also ich hätte deinen Ausführungen bis vor wenigen Wochen oder Monaten zu 100% zugestimmt, absolut. Ich würde sagen, vielleicht bis zur Verletzung in Assen, wo ja eine lange Zwangspause für Jorge Lorenzo gefolgt ist. Und was ich jetzt nach dieser Zwangspause von Jorge Lorenzo gesehen habe, hat mich da wirklich zum Zweifeln gebracht, an diesem unerschütterlichen Ego des Jorge Lorenzo. Weil wenn man in den letzten Rennen, in den letzten Rennwochenenden verfolgt hat, also Jorge Lorenzo so auf einem MotoGP-Motorrad zu sehen, war für mich ein Schock. Also der Mann, der jahrelang eigentlich
den perfekten Fahrstil auf einem MotoGP-Motorrad dargestellt hat. Diese unglaubliche Präzision, diese unglaubliche Konstanz, was mich und ich glaube alle Fans da draußen unglaublich beeindruckt hat, immer den einfach zu sehen, wie er wirklich mit freiem Auge sichtbar so große Probleme auf einem MotoGP-Motorrad hat und so langsam ist auch, also wirklich regelmäßig am Ende der Zeitenliste ist, in Rennen gegen Karel Abraham und diverse Wildcard-Fahrer kämpfen muss. Dass sich das ein Jorge Lorenzo noch eine Saison antun will, das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem weil da irgendwie überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Auch bei Ducati gab es schwierige Zeiten für Jorge Lorenzo, keine Frage, aber da gab es immer wieder Lichtblicke. Da gab es mal da ein Podium in Jerez, da gab es mal da eine gute Startphase und so weiter. Bei Honda war bisher nichts zu sehen, wo man sagen konnte, okay, das war jetzt gut, das war ein Fortschritt. Er tritt auf der Stelle und das auf sehr niedrigem Niveau. Und dass sich Jorge Lorenzo diese öffentliche Demontage, öffentliche Demütigung, dass er sich das noch ein Jahr zusätzlich geben wird, kann ich mir nicht vorstellen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass falls Jorge Lorenzo und Honda mit Ende 2019 getrennte Wege gehen, dass es nicht bedeuten muss, dass Jorge Lorenzo seine Karriere beendet. Da ist bei mir der Knackpunkt. Für mich heißt das sehr wohl, wenn der jetzt geht, ist die Karriere zu Ende und ich glaube, das weiß er auch. Denn was steht dann da? Er ist Mitte 30. Bei dem ganzen Jugendwahn, der da aktuell vorherrscht, dass 19-, 20-jährige MotoGP-Verträge unterschreiben, dass teilweise Fahrer aus der Moto3 schon mit Vorverträgen geködert werden und. Das sind alle Hersteller gleich, von Honda über Ducati bis KTM. Da hast du ein Jahr lang überhaupt nicht performt, hast ein Jahr ausgesetzt. Ja was, welcher Hersteller soll von dir dann noch wirklich überzeugt sein? Ich würde sagen Ducati. Also man weiß, die Verbindung Jorge Lorenzo, Gigi Dalinia, Dalinia ist vielleicht sein größter Fan überhaupt, die kennen sich noch aus den kleinen Gassen bei Aprilia, Dalinia verehrt Lorenzo regelrecht und dieser große Respekt, der beruht auf Gegenseitigkeit, glaube ich. Und ich denke, dass sich Ducati, wenn Marc Marquez auch nach 2020 bei Honda bleibt, also nicht Ducati geht, was mir auch immer wieder so munkelt, dass sich Ducati dann überlegt, mit welchem Fahrer können wir Marc Marquez schlagen, denn darum wird es auf absehbare Zeit immer gehen, Marc Marquez wird immer die Benchmark bleiben. Andrea Dovizioso, da ging es in den letzten Jahren jetzt wieder eher bergab, also da war 2017 der Peak, denke ich, wo Marc Marquez wirklich bis zum letzten Rennen vorankommt. Der ist ja auch noch älter als Lorenzo, wird genau, 35 nächstes Jahr. Der wird auch nicht jünger, Danilo Petrucci sehe ich jetzt auch nicht als einen großen Herausforderer. Dann hat man Miller und Bagnaia im Kundenteam, die ich mir jetzt auch nicht als große Marc Marquez Herausforderer vorstellen kann. Dann gibt es Youngsters wie Fabio Quartararo oder Alex Rins, die ich aber beide dauerhaft eher bei diesen zwei Herstellern sehe, wo sie im Moment sind. Es wäre sehr ratsam für diese Hersteller, genau, die nicht auszulassen. Valentino Rossi wird bei Yamaha bleiben. Ja, Mary Quinales bleibt dann vielleicht auch über. Aber ich sehe dann persönlich Jorge Lorenzo als die Person, wo sich Ducati denken wird, der könnte Marc Marquez auf unserem Motorrad schlagen. Denn das hat er 2018 über weite Strecken oder zumindest über eine Phase geschafft. So wenn man sagt, Mugello hat er gewonnen, Barcelona hat er gewonnen. Dann in Spielberg gab es den Sieger, war immer vorne dabei, bis eben dann die Verletzungsserie anfing. Darum wäre das für mich ein logischer Gedanke, dass sich Ducati sagt, wenn wir Marc Marquez schlagen wollen, und das müssen wir, wenn wir Weltmeister werden wollen, dann geht es nur mit Jorge Lorenzo. Das ist aber, ja, ich sehe dann aber schon, also wenn Ducati dann glaubt, wir reden jetzt von 2021, wenn Ducati dann glaubt, mit dem alten Lorenzo, den unbestrittenen König Marquez auf Honda und den aufstrebenden Quartararo auf Yamaha ernsthaft um den Titel zu fordern zu können, puh, dann halte ich die Leute in Borgo Panigale für falsch gewickelt. Muss ich schon so in der Härte sagen. Ich glaube eher, dass Ducati nächstes Jahr so viel Geld in die Hand nehmen wird und auf den Marquez pitchen wird. Das glaube ich, weil man muss sich anschauen an der Geschichte, Ducati hat noch auf jeden großen Weltmeister. Auf jeden MotoGP-Weltmeister. Auf jeden MotoGP-Weltmeister. Sie haben Stoner, der war auch zuerst bei LCR 100, der war dann noch nicht Weltmeister, aber sie haben sich Stoner geholt, sie haben sich Rossi geholt, sie haben sich Hayden geholt und sie haben sich Lorenzo geholt. Und natürlich werden die jetzt auf Marquez gehen. Ob das dann aufgeht, ist jetzt natürlich eine andere Sache. Aber jetzt haben wir viel über Lorenzo gesprochen. Sprechen wir doch über die Honda-Seite. Da könnte ich mir persönlich eher vorstellen, dass Honda die Reißleine zieht und sagt, okay, wir lassen es. Das wird natürlich schweineteuer, 4,5 Millionen.
die sind im Mindestens auszuzahlen, das nächste Gehalt, ohne die Verträge jetzt zu kennen, aber wie das alles abgesichert ist, weiß man wahrscheinlich dann nochmal was obendrauf. Ja. Also das wäre schon auch ein teurer Spaß, den man sich jetzt nicht unbedingt leisten muss, denn Marquez hat in diesem Jahr die Fahrer-WM gewonnen, hat die Hersteller-WM so gut wie alleine gewonnen und könnte eventuell auch im Alleingang noch die Team-WM gewinnen. Das heißt, man braucht ja vielleicht gar keinen zweiten Fahrer und hält dieses Jahr mit Lorenzo jetzt aus und trennt sich dann. Die große Frage ist natürlich, ob man sich darauf verlassen will oder verlassen kann, dass Marc Marquez auch 2020 dermaßen dominiert. Also ich halte es für unwahrscheinlich, die Saison 2019 für die Spannung wäre sehr abträglich. Die Saison 2019 von Marc Marquez ist eine überragende, also das nochmal zu halten oder vielleicht sogar zu toppen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass man keinen zweiten Spitzenpiloten braucht, das denke ich nicht, aber zumindest einen guten zweiten Fahrer, der konstant Ergebnisse, sagen wir mal, um Platz 5 in der Region abliefert. Davon ist Jorge Lorenzo im Moment meilenweit entfernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm dieser Sprung über den Winter gelingt, weil es eben wirklich so große Abstände sind im Moment. Wir reden da ja oft von 3 Sekunden pro Runde. Also das holt man nicht mal schnell bei ein paar Wintertests auf, um da auf eine halbe Sekunde oder was ranzukommen. Von dem her, ja, mit Jorge Lorenzo, das Honda sich sagt, okay, Jorge Lorenzo, das Projekt hat 2020 wirklich Sinn, kann ich mir nicht vorstellen persönlich. Ja, aber für Zarco ist es ja auch nicht wirklich ein Tesla. Wenn man übernimmt die Maschine von Nakagami, das ist eine 2018er Honda. Die 2019er Honda ist schon sehr unterschiedlich zu 2018. Das klagt vor allem Cal Crutchlow, klagt ja. Das immer wieder. Weniger Motorleistung, dafür stabilere Front. Gerade diese unruhige Front hat ja Lorenzo völlig aus dem Konzept gebracht, hat auch Crutchlow mittlerweile demoralisiert. Wie Marquez das immer wieder ausgleicht, sieht man in den Superzeitlupen in den MotoGP übertragen. Also das ist ja, sind ja artistische Einlagen geradezu. Und da jetzt Zarco drauf zu setzen, der jetzt nur performt hat auf diese ganz ruhigen und smooth zu fahrenden Yamaha und der auf einer KTM, die auch ähnlich wild gefahren werden muss, eigentlich versagt hat, ist für mich schwierig. Und dann sehe ich auch nicht, wo Honda einen Vergleich ziehen kann. Okay, wie hat Zarco jetzt auf der 18er Honda performt und was kann ich da für Rückschlüsse drauf ziehen, wie er auf der 2020er Full Factory performen wird. Da sehe ich so ein bisschen einen Bereich, wo sich mir nicht ganz erschließt, wie das ein Probelauf sein soll. Da gebe ich dir absolut recht. Das macht es schwierig, aber es gibt eine Tatsache, die mich so zum Verschwörungstheoretiker werden lässt, ein bisschen, wenn ich mir den Aluhut aufsetze. Und zwar ist das die Tatsache, dass Sean Zarco eigentlich so gut wie fix, sah es so aus, Testfahrer bei Yamaha wird für 2020, dass er Jonas Folger dort verdrängt. Was, glaube ich, eine sehr gute Rolle für Sean Zarco gewesen wäre, um das bei KTM verloren gegangene Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Er wäre dort Testfahrer gewesen auf einem Motorrad, das ihm immer super gelegen ist. Er hätte dort wahrscheinlich Wildcard-Einsätze bestritten 2020. Das hat Massimo Merigali so gesagt, dass man das plant, Wildcard-Einsätze mit dem Testfahrer, wer auch immer es dann sein wird, vermutlich nur als Folger. Und Sean Zarco hat jetzt von sich aus gesagt, ich habe kein Interesse an dieser Rolle. Hat das quasi abgebrochen, die Verhandlungen mit Yamaha. Er hat gesagt, ich setze alles auf diese Karte Honda. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fahrer wie Sean Zarco sagt, okay, ich werfe diesen guten Job bei Yamaha auf die Seite, nur um 3 Rennen zu Saisonende bei LCR Honda auf dem 2018er Motorrad einzuspringen. Dieser Gedanke erschließt sich mir auch nicht. Also ich denke schon, auch wenn die offizielle Variante von Zarco und Honda ist, dass da quasi nichts gibt, auf was er sich Hoffnungen machen sollte oder kann, glaube ich schon, dass es da für ihn was zu holen gibt. Und ich glaube schon auch, dass man ihm das von Honda zumindest intern so mitgeteilt hat. Alles andere wäre für mich aus Zarco-Sicht absolut unlogisch. Aber Zarco war ja eigentlich nur eine Notlösung. Lucio Ciccinelli hätte ganz klar gesagt, er hätte lieber Bradl auf dem Motorrad gehabt. Das ging aber nicht. Bradl hat es auch selber am Wochenende bei ServusTV erklärt. Es ist die Entwicklung des 2020er Bikes, wo er als Testfahrer natürlich an vorderster Front involviert ist, ist in der finalen Phase. Es müssen jetzt die letzten Teile vorbereitet werden für den wichtigen Test in Valencia und Jerez, wo Marc Marquez dieses Motorrad austesten muss. Es wird nach Phillip Island einen Test geben, der konnte da gar nicht fahren. Und dann hinten raus wird es auch knapp, weil Bradl natürlich auch in Valencia wieder mit am Testen sein wird, in Jerez hinten raus dann am Testen sein wird. Und Honda vertraut ihm und
braucht ihn da. Das heißt, für die war Zagiger ja schon nur eine Notlösung. Ja, vielleicht sehen wir auch Stefan Bradl 2020 im Repsol-Honda-Werksteam. Wer weiß es so genau. Da muss ich dir sagen, das sehe ich vielleicht sogar realistischer als Zarco. Denn angenommen, also ich schließe nach wie vor aus, dass Lorenzo von sich aus geht. Aber? Das ist er. Aber Honda könnte natürlich schon sagen, okay, uns reicht's, nimm dir 4, 5, 6, 7 Millionen und such bitte das weiter. Dann setzen die den Stefan Bradl rauf, weil Honda braucht ja keinen zweiten Siegfahrer. Der Siegfahrer ist Marquez, den WM-Titel muss Marquez für die holen. Die brauchen aber jemanden, der ein paar Punkte zumindest holt. Denn das hat man in der Team-WM jetzt zum Beispiel gesehen. Und auch wenn Marquez wieder vielleicht öfters stürzt oder ausfällt, braucht man da einen, der einspringt für die Herstellerwertung. Da wäre Bradl natürlich der optimale Kandidat. Bradl ist jetzt auf der Repsol Honda kein Siegfahrer. Sage ich jetzt einfach so, er wird vielleicht das eine oder andere Podest holen, aber er kann sicher solide fünfte, sechste Plätze auf jeden Fall nach Hause fahren. Das ist wahrscheinlich das, was Honda eher möchte. Und Bradl ist vor allem im Umgang mit Marquez wahrscheinlich viel, viel leichter zu handeln als ein Zarco. Denn ein Zarco ist schon ein absolutes Kampfschwein, der noch immer diese Moto2-Ellbogentechnik immer anwendet, war ja auch lange Zeit Einzelkämpfer in seinen Teams, in den kleinen Klassen, und der legt sich da schon eher mit Marquez an, als das ein Bradl tun würde, glaube ich. Stimme ich dir vollkommen zu. Also Stefan Bradl ist erstens mal ein Fahrer, der bei Honda ein sehr gutes Standing genießt. Der ist schon früher für Honda MotoGP gefahren, bei LCR, ist dann Superbike-WM gefahren für Honda, ist jetzt Testfahrer, ist dort sehr angesehen, hat jetzt die 8 Stunden von Suzuka bestritten für Honda. Marc Marquez ist ein großer Fan von ihm als Testfahrer, also er lobt ihn immer wieder in den höchsten Tönen. Darum glaube ich auch, dass eine Partnerschaft als Einsatzfahrer Marquez-Bradl sehr gut funktionieren würde. Auch weil du angesprochen hast, weil Stefan einfach ein korrekter Typ ist, einer, der nicht irgendwelche Streitereien sucht. Ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann, genau. Keine Psychospielchen sucht, ein Mann, auf den man sich verlassen kann bei Honda, wo man weiß, was man hat. Ja, von dem her, der Gedanke ist durchaus schlüssig. Wie du sagst, ein paar ordentliche Ergebnisse kann er definitiv abliefern. Das hat er in der Vergangenheit schon gezeigt, ist am Podium gestanden in der MotoGP. Also ja, warum nicht? Mich würde es freuen, ich glaube, uns würde es freuen, die deutschsprachigen Fans würde es wahrscheinlich freuen. Wir könnten einen zweiten Deutschen wahrscheinlich wie der Marcel Schröter der Einzige sein, 2020 in der WM, sehr gut brauchen. Also ja, was Alberto Puig zusieht, wir sind Team Stefan Bradl. Gut, dann beenden wir dieses Video jetzt mit einer ganz abstrusen These. Bitte. Honda wirft im Winter Lorenzo raus. Ja. Bradl hat den Testfahrerjob ja schon unterschrieben, wird ja aber auf die Repsol Honda kommen. Zarco wird Testfahrer bei Honda, ja, übernimmt quasi Bradls Job. Und, jetzt lege ich noch einen drauf, Dallinia setzt Petrucci vor die Tür, der ist eh nicht so teuer und holt sich den Lorenzo schon nächstes Jahr. Das wäre doch mal was. Gefällt mir gut. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass vielleicht Jorge Lorenzo zu KTM geht und schon Zarco Honda fährt. Stimmt, das ist ja noch unbesetzt eigentlich. Ui, ja, das ist jetzt perfekt, um den Ball an unsere Leser, Zuhörer und Zuschauer zu spielen. Ja, könnte dieses Transferkarussell so spät in der Saison doch nochmal richtig in Schwung kommen? Was haltet ihr von dieser These, dass Zarco jetzt in den nächsten drei Rennen getestet wird für 2020? Glaubt ihr, Jorge Lorenzo fährt 2020 noch bei Honda? Glaubt ihr, fährt er bei Ducati? Oder schickt uns eure schönsten Verschwörungstheorien. Genau. Und klickt auf jeden Fall rein bei motorsportmagazin.com, denn dort werdet ihr erfahren, sobald tatsächlich etwas passiert. Ciao. Ciao.